Guten Morgen, Babys. Ich gehe jetzt zum Einkaufen und der Renz hat heute auch mal über mein Schlafproblem geguckt, über meine Matratze, und es ist wirklich nicht die beste Lösung für die nächsten Monate. Ich möchte dann doch wohl so ein Holzbrett holen und das da reinlegen und eine andere Matratze haben. So, dass ich aber die Rücksitze benutzen kann, so dass ich auch alles wegklappen kann, dass es praktisch ist. Ja, und ich hoffe, wir fangen heute damit an. Bis gleich! Ich habe wieder meine Klamotten rausgepackt und dann einmal alles ausgemessen. Hier ist jetzt der Plan. Wie man erkennt, das ist jetzt so das Auto in der Innenraum des Autos, und so sollte das Holz aussehen, und die Matratze sollte dann diese Maße haben. So eine weiche Schaumstoffmatratze, und die könnte man dann auch noch zuschneiden passend. Und das hier dann alles drauf, je nachdem, wie ich dann entscheiden würde, ob ich dann noch hier eine Trennung einbaue. Also wenn der Koffer ja so längst drin ist, ob ich hier noch eine Trennung reinbaue, damit ich nur eine Schiebekiste von unten habe und andere Sachen vielleicht drauflege. Weil diese Kisten, die nehmen auch viel Platz weg. Da ist zwar alles Mögliche so drin, aber das könnte ich auch noch komprimieren. So, dass man gar nicht so viele mehr braucht. Die haben nämlich zwischen den Räumen auch immer noch Platzverschwendung. Der liebe Mann kontrolliert jetzt meine Werte. Looks good! The drawing looks amazing as well. Yeah, ich habe den Mann überredet. Gott sei Dank. Wir fahren. Oh. Need a little help, you want? That's enough. I think I want some chips. Er hat jetzt die Maße angemalt und jetzt wird das abgeben zum Sägen. Come, move it. But she didn't do any sports today. But yesterday I did very much sports. Yeah. Didn't help though. Yeah, help. Wow. I'm a strong woman. You said. Did I? When did I say that? When I need to do something alone, and then you are a strong woman. Yeah, that's true. Is it the right side? Yeah, you did right. Ein Riesenbaby. And I go far. Ich habe jetzt für das alles $62 bezahlt. Das sind ungefähr 40 Euro. Ist okay, aber ich habe noch keine Matratze. Mal gucken, wo wir die morgen finden. Hier auf jeden Fall nicht. Puh, he's skating. Hier ist unser Car. Wir sind wieder zurück. Na, hier kommt Arno. Der Parkplatz ist übrigens so voll. Wir haben 9 Wagen hier. Und ich muss euch mal einen richtig süßen Bus zeigen. Das war ja immer mein Traum. Seht ihr das? Und die Decke ist auch so schön. Und die Gardinen. Und auch alles ist so schön. Auch das Holz und das Waschbecken.
Ein richtiger Traum. Und das Pärchen ist übrigens auch aus Deutschland und reist aber ab am 2. Und hier sind die anderen Wagen, aber ihr seht es gar nicht, ist zu dunkel. Übrigens starten wir jetzt auch schon. Yeah, ich freue mich voll. Und hier ist unser Holz. Okay, es ist dunkel, man sieht nichts. Aber vielleicht schlafe ich schon auf meinem neuen Holz. Die Matratze habe ich nicht gefunden, leider. And later in few years you see the videos and think, oh, maybe she did a good thing. They're making me build her car for her. Yeah, on the video, because you don't like the videos. But maybe later you think other. We'll see. Yeah. Also provisorisch haben wir jetzt noch eine Decke hier reingesteckt, um das einfach gerade zu kriegen. Morgen kommt auf die Seite noch eine Wand rein. Dann können diese rechten zwei Kisten weg. Und wir erhöhen das Ganze, damit diese Schräglage oben dann ausgeglichen wird. Und ich habe dann hier sehr viel Platz. Jetzt kommt die Matratze hier rein und es sieht schon sehr gut aus. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber mein Fuß berührt einfach schon so die Decke. Ich habe das Gefühl, ich ersticke. Ja. Also ich muss morgen unbedingt eine schmale Matratze finden. Ansonsten muss ich überlegen, wie ich meinen Krempel unter dem Bett reduziere, dass es einfach wirklich nicht so hoch dann wird, wie es jetzt ist. Ich kann mich hier nicht mal drehen. Das seht ihr. Es ist direkt schon oben. Oh mein Gott. Ja. Seht ihr das? Ja. Ich sag mal trotzdem gute Nacht und bis morgen. Und ich hoffe einfach auf eine bessere Matratze. Tschüssi!